Guten Tag, willkommen zurück bei Obermatt Aktien investieren. Ich habe die letzten paar Blog-Einträge damit befasst, wie unwichtig es ist, Aktien-News zu verwenden und warum es trotzdem Spaß macht, sein eigenes Aktienportfolio zusammenzusetzen. Nun werden Sie sich sagen, ja, muss ich denn überhaupt keine News schauen? Und das ist nicht richtig. Sie müssen sich über die Welt im Klaren sein. Sie müssen sich eine Vorstellung machen, wie die Welt ist und was Sie von dieser Welt wollen. Das ist wichtig. Es ist sehr wahrscheinlich nur bedingt möglich, etwas zu wissen, das in der Welt in der Zukunft passiert. Aber Sie sollten trotzdem wissen, was Sie wollen. Es ist ein bisschen ähnlich wie beim Kauf eines Hauses. Sie wollen wissen, in welcher Umgebung dieses Haus steht, ob man einfach zur Schule gehen kann, ob Ihre Kinder einfach zur Schule gehen können, ob Sie selbst einfach zur Arbeit fahren können, ob Sie die Nachbarn mögen. Das sind alles Informationen, die Sie beschaffen sollen, wenn Sie ein Haus kaufen. Und genau gleich ist es mit Aktien. Wenn Sie eine Aktie auswählen, sollten Sie wissen, ob Sie dieses Unternehmen mögen, ob Sie die Produkte gut finden, ob Sie das Management gut finden, ob Sie überhaupt in diesem Markt, wo diese Aktie tätig ist, investiert sein wollen. Beim Haus werden Sie nicht wissen, ob Ihr Haus eine überdurchschnittliche Rendite erzielt. Und es wird Ihnen auch relativ gleich sein. Sie werden sich natürlich freuen, wenn das der Fall war. Das ist schon so. Und bei der Aktie ist es genau gleich. Sie werden nicht sicher sein, dass Ihre Aktie eine bessere Rendite erzielt als andere Aktien. Aber Sie werden sich darüber freuen, wenn das der Fall ist. Und so können Sie viel einfacher Aktien auswählen, die Sie wollen. Deshalb müssen Sie auch heute noch, auch mit Obermatt Stock Research, sich überlegen, was Sie überhaupt wollen. Und für das lesen Sie natürlich die News. Lesen Sie die News, die Sie interessieren. Sie müssen die Aktien-News vom Aktienmarkt nicht lesen, denn die sind viel, viel zu kurzfristig. Viel Spaß beim selber investieren.